Fisch, sagt er. Zisch. Ja, ich klinge heute etwas anders als sonst. Wer meinen anderen Kanal guckt, der weiß, dass ich ja inzwischen der Corona-Driver bin. Und das hört sich halt etwas anders an. Also ich verbreite die Seuche nach Kräften jetzt hier irgendwo im Grünen, wollte ich gerade sagen. Habe ich eben... Genau, ich habe erstmal geguckt hier, was Neues. Ich habe sogar mehrere neue Sachen, fällt mir ein. Ich habe zum Beispiel einen T-300 erbeutet. Endlich, deswegen fahre ich jetzt mit T-300 und nicht mehr mit G29. Ich kann auch jetzt nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich dachte, oh, machst du auch noch ein T-300-Video, vielleicht kommt das ja auch noch. Aber so groß finde ich die Unterschiede jetzt wieder nicht. Der wichtigste Unterschied ist, dass man beim T-300 das Lenkrad ständig wieder festschrauben muss, weil da kann man ja die Lenkräder auswechseln. Nur, da ich hier einen LKW fahre, brauche ich jetzt nicht so ein super Ferrari-Lenkrad oder sowas. Jetzt weiß ich wieder, dieser LKW ist der, der mich dauernd anzischt. Ja, Listen, ne? Ich habe Listen ausgedruckt, die ich jetzt mit Brille gar nicht lesen kann, da muss ich oben drüber peilen. Die eine Liste sagt mir, wer von den Burschen hat denn ab Werk Allradantrieb komplett, Allrad und Sperrdifferenzial. Dann kann ich hier nachgucken, welcher von denen denn gleichzeitig eine Ladefläche und einen Ladekran und einen Anhänger ab kann. Es gibt also manche, die können nur den Kran oder die Ladefläche, und es gibt andere, die können zwar beides, aber dann keinen Hänger mehr hinten dran machen, weil dann die Ladefläche hinten zu weit rüber hängt. Denn angeblich ist der, in dem ich jetzt gerade sitze, nämlich der Foron D53233, der kann angeblich alles, obwohl ich es noch ein bisschen komisch finde. Deswegen fahre ich jetzt gerade runter und oder wollte gerade runterfahren, um Maus zu probieren, ob denn wirklich der Hänger hinten dran passt oder ob die mir hier nur einen Bären aufbinden wollen. Da fiel mir aber ein, vielleicht sollte ich erstmal eine Aufgabe raussuchen, um festzustellen, ja, brauche ich denn überhaupt jetzt erstmal einen Anhänger? Deswegen gucken wir mal, was wir hier so alles haben. Supply Recovery, ich glaube, den haben wir den schon fertig gemacht? Nee, aber den haben wir schon einmal gemacht, ne? Ich wollte ja nicht irgendwie hier was doppelt machen. Ich bin weiterhin hier mit Trackball zugange, deswegen sieht das alles ein bisschen komisch aus. Harvest Crop. Like hot potatoes. Aha. Zum Railway Terminal. Potato Samples mal 2. Das weiß ich aber gar nicht, wie groß die sind. Das ist aber gar nicht schlecht. Dann fahren wir nämlich erstmal auf dem Weg dahin sowieso. Ach nee, das ist dahin, nicht woher. Dann fahren wir nämlich vorbei, wollte ich gerade sagen, am Anhängerhändler. So, wo kommt's denn her? Vom General Store Warehouse. Nein, delivered to the Warehouse, das ist hier. Metal Beams? Ach so, ich bin hier auf dem falschen Dampfer. Ne? Dann so was. So, wo kriegt die her? Hallo? Hallo, hallo? Nirgendwo? Da sind die wahrscheinlich auf einer anderen Map, ne? Tja. Also hier kriege ich sie nicht her. Das disqualifiziert diese Aufgabe für jetzt. Treasure Hunt. Da muss man wieder 1000 Ecken absuchen. Ne, habe ich keinen Bock drauf. Ja, wahrscheinlich auch nicht. 30 Harvestless Years. Ach so. Das wäre so eine Geschichte, wo man zig verschiedene an Ecken macht. Das können wir irgendwann in Ruhe mal machen. Lost Tech, dasselbe in grün. Zig verschiedene. Fixing the Elevator. Ja, aber auch da, das ist alles so Multi-Dingens, nicht wahr? Clean Energy? Ach du je, ja, das heißt wieder Dinge irgendwo hinschleppen. High Voltage mit AC/DC, klare Sache. Ja, Fighting Fire with Fire. Was bedeutet eigentlich dieses Symbol? Wahrscheinlich, dass ich von der Karte runter muss, oder täusche ich mich da? Ist eh noch locked. Vorher muss ich Deep Study fertig machen. Ja, wenn ihr das so sagt, dann gucken wir doch mal hier. Das ist so der Rennkram, den brauchen wir nicht. Ja, bleibt ja nicht viel, ne? Potato, ja, von wegen Potato Samples. Restart. Nee, Star Tracking. Doch, da habe ich doch schon mal einen von abgeliefert. Und zwar dahin, das ist soweit ganz klar. Von wo? Ich vermute mal von hier unten, ne?
Ja, das wollte ich aber eigentlich vermeiden, dass man so zweimal in derselben Ecke rumgeistert. Naja, machen wir also Folgendes. Dann fahren wir erstmal. Ja, einen von zwei. Ich brauche so auf gar keinen Fall einen Hänger. So, da lang. Da lang. Ja, der Rest ergibt sich dann von selber. Alles Weitere. Gucken wir, wenn es soweit ist. Ja, wie gesagt, das hatte ich so jetzt nicht geplant. Aber da ergibt sich das dann halt, nicht wahr? Oh ja. Ganz wichtig, einen von den Knöpfen hatte ich hier schon belegt mit Zeit. War das hier? Ach, das geht aber nur, wenn ich erstens die Map aufmache und dann die Zeit umstelle. Hast du ja die Zeitumstellung, aber nicht diese hier. Ja, warte mal, wir lassen noch hier einmal draufklicken oder ein bisschen tiefer stellen, damit ihr ein bisschen was. Na, ein Tacho. Immerhin. Fahren wir mal los und gucken, wohin es führt. Jetzt fahre ich mit der Kiste erstmal einen Straßengraben. Diese wunderschöne 70er Jahre Motorhaube. Bei den Reifen bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das so das Perfekte ist für dieses Gerät, aber ich glaube, es ging nichts mehr. Also man konnte nicht irgendwie da so ein Wahnsinns-Matt-Tires draufziehen, sondern die Mühle kommt halt bestenfalls mit Offroad-Tires klar. Laufen Sie denn? Muss ich hier rein? Ja, ne? Sollte da nicht um ein Pointer sein? Sekunde mal. Ah! Ich bin nur zu blöd. Das erklärt natürlich vieles. Na schön, ich könnte jetzt natürlich auch hier geradeaus fahren, aber um des Spaßes wegen. Vollgetankt habe ich gerade. Was? Gott, was säuft denn die Kiste? Nur 3 Meter gefahren. Ja, dann lassen wir es nochmal voll laufen. Ne? Besser als wir unterwegs dann blöd dastehen. So schnell kann das gehen. Also einmal anklicken, einmal tiefer stellen. Ja, könnt ihr wenigstens ein bisschen was sehen vom Tacho. Könnt ihr sehen, wie ich hier meinen Aufgaben quasi mit Lichtgeschwindigkeit nachkomme? Wenn ich überhaupt mich imstande fühle, irgendwelche Unterschiede zwischen den einzelnen Lenkrädern zu fühlen, dann würde ich sagen, dass das T300 sich besser anfühlt. Also von der Response her. Denn großartige Rennen bin ich noch nicht gefahren. Und dann fehlt mir praktisch das Popometer. Pass mal auf, ich lass mal eben los. Ihr seht die Kamera ja. Ich fahre ja mehr oder weniger sowieso in so einer ausgeschlagenen Geschichte hier rum. Und ihr sehen könnt, ja, Force Feedback gibt's. Dieses hier, also das T300, hat ein Force Feedback von bis zu, ich glaube, 4, so und so viel Newtonmeter. Das G29 nur. Das G29 nur bis 2,7 oder sowas kann. Aber das ist jetzt nicht so, als würden einem hier jetzt gewaltige Kräfte die Finger abreißen oder sowas. Sondern das ist also sehr, das ist schon für die lieben Kleinen, ne? Wahrscheinlich will man verhindern, dass sich irgendwelche Leute dabei die Hände ernsthaft verletzen und dann den Hersteller auf eine Fantastilliarde Euro verklagt oder sowas. Aber ich habe so den Eindruck, ich rede es mir ein, dass das Feedback irgendwie feinfühliger ist. Und es ist auch irgendwie leiser. Das ist nicht wirklich so mein Ding, ob das nun leise ist oder peng. So oder so, hier fahren wir noch 3 Meter. Ja, jetzt finden wir raus, ob ich hier eine elektrische Winde drin habe oder mitnichten. Immerhin, da steht ein Baum, das ist hilfreich. So, klick. Ich sagte, klick.
Habe ich überhaupt keine Winde? Nein, ich habe keine elektrische Winde. Das ist schlecht. Ohne elektrische Winde geht da auch nichts, weil wenn der Motor nicht läuft, läuft auch keine Winde. Da würde ich sagen, lassen wir die Kiste da einfach liegen, damit sie vergammelt. Und greifen auf irgendwas zu, was ich sowieso in der Gegend habe. Sonst kaufe ich mir einfach einen neuen. So, rabums. Ja, der Step ist auch nicht schlecht, aber wo steht denn der? Ja, natürlich am anderen Ende, das ist ja klar. Der steht da, das ist glaube ich der, wo der Kran drauf montiert ist. Noch ein Voron. Ja, und der Rest der Trecker und so was, ne? Ja. Obwohl, ich könnte natürlich auch mit dem Trecker dahin fahren, einfach um den wieder hinzustellen. Die Frage ist, will ich das? Ich glaube, ich kaufe mir lieber irgendwas, was ich vorher noch nicht hatte. Was sagt ihr dazu? Ich glaube, das ist für euch auch witzig. Ich merke schon, dieses Video wird länger, als eigentlich geplant war. Na komm, Garage. Ah, dieses Video wird länger als geplant. Mal sehen, ob meine Stimmbänder so lange durchhalten. Das ist nämlich durchaus noch nicht gesichert. Truck Storage. So. Dann gucken wir doch mal hier. Jetzt pfeifen wir doch einfach mal auf diese komplizierte Anhängergeschichte. Wer ist denn schön? Wer hat erstmal... Ach ja, ich muss natürlich auch gucken, wer ist überhaupt in diesem Bereich kaufbar? Denn man kann zum Beispiel nicht die amerikanischen Trucks kaufen, die es hier irgendwo mitten im Kasachstan oder was weiß ich, wo wir sind, nicht ohne weiteres geht. Der Ankh, das ist ein Militärtruck. Der geht eigentlich immer. Der hat einen ständigen 6x6 Antrieb. Allerdings, der kann Trailer, aber er kann keinen Kran, er kann kein dies nicht, er kann kein das nicht. Das ist schlecht. Wer kann denn Kran? Can equip this add-on. Ja, mal gucken. Trailer. Set low, set high, flat. Loading Crane. Ja, der Azov 5319 beispielsweise könnte sowas. Aber der Azov, der ist so kippelig. Brauchst du 6x6. Was knirscht da eigentlich so? Das bin nicht ich. Ob da ein Yeti um die Garage schleicht? Ach, mein Gott. Ich glaube, den habe ich schon irgendwo stehen, ne? Nehmen wir mal was anderes. Was hätten wir da? Der Azov 4220 Antarktik. Ist auch so ein schmaler Bursche. Ja, always on und switchable. Nee, ich möchte always on haben. Hier, der Azov 5319. Bla bla bla. Den merken wir uns mal eben. Always on, always on. Der hat, glaube ich, einen riesen Überhang vorne. Da hat man immer Probleme, irgendwo rüberzukommen. Den Boar. Switchable und capable. Ja, der. Das ist switchable und always switchable. Ja gut, die kleinen Dinger, das ist eher was zum Lachen. Always on. Ein Koloss 74786. Ich glaube, den versuchen wir einfach mal, ne? Purchase and deploy. Was kann der Koloss? Wie heißt der? 74767. Koloss, Koloss, Koloss. Mal gucken, ob er überhaupt auftaucht. Koloss, Koloss. Da ist der Koloss 7. Heavy. Der kann einen Trailer. Und er kann Saddle High. Kann keinen Loading Crane. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir das ohne Loading Crane überhaupt hinkriegen. Eventuell müsste ich dann ja vielleicht mal ein weiteres Fahrzeug, einfach ein Fahrzeug mit nur Kran da unten parken. Dann am besten gleich mit einem schweren Kran. So, Customize. Der Engine. Ja, gut, da kommt natürlich das Beste rein, was gut genug ist. Habe ich doch jetzt gerade, oder nicht? Warum kann ich... Na gut. Machen wir es mit dem Trackball. Gearbox, da bleibe ich immer bei der normalen. Suspension. Stock Tires. Was haben wir da? 59 Zoll Matt Tires. Die sind auch für Straße, aber wir bleiben einfach mal bei den Standard-Dingern, ne? Er hat serienmäßig Stock Heavy, Extended Heavy, Advanced Heavy, Twin Motor Heavy. Ist irgendwas davon elektrisch? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach das teuerste.
nach dem Prinzip, das teuerste ist immer gut genug. Hallo? Ja, jetzt. Man muss ja ein bisschen überreden. Spare Wheel brauche ich eher nicht. Einen Schnorchel. Was ist denn der Unterschied? Irgendwie überschaubar. Ne? Frame Add-on Saddle High. Ach, der kann überhaupt keine Pritsche draufpacken. Vielleicht soll ich dann einfach mir einen Tieflader abholen. Aber da fahre ich auch wieder bis irgendwo hin. Na komm. Saddle High. Normalerweise ist da gar nichts drauf. Ne? Purchase. Kartons. Ja, dann ist der hier jetzt nicht so die Wahl. Der wandert erstmal in den Storage. Warte mal, ich habe doch im Storage auch noch einen stehen. Ach, was soll's jetzt kommen? Bis dahin hatten wir uns hier durchgearbeitet. Switchable Always On habe ich schon. Der ist zu sehr, den liebe ich, diesen, also der ist wirklich klasse, der Goliath. Aber der ist zu einfach, sage ich mal. Der ist zu gut. Das ist der, das ist der. Was haben wir denn da? Switchable. Capable, switchable. Always on. Was haben wir denn da? Der Tiger. 6434 Tiger. Der kann Anhänger und der kann einen Vibrationsdingens. Ach komm, wir kaufen den einfach jetzt, na, weil er so viel Geld hat wie ich. Der kann das. Und dann gucken wir uns an, was dabei rauskommt. Ich sag schon, das wird alles etwas länger als gedacht hier. Diesmal gleich bei den Frame-Add-ons an. Ja, da geht so einiges. Wenn ich also jetzt sage, ich möchte als allererstes mal einen Loading-Crane haben. Okay. Und dazu ein Sideboard-Bed. Ah ja, das scheint nicht zu gehen, oder? Nee. End oder wieder. Nicht beides gleichzeitig. Schlecht. Noch einen anderen Loading Crane. Okay, das ist ein bisschen zu groß vielleicht. Naja, aber dann würde sich der hier anbieten, den zum Beispiel da unten zu parken, dass er als Kranwagen da rumsteht. Machen wir das doch einfach. Verdammte Axt, was soll denn das? Dann haben wir das Thema da unten nämlich durch. Brauche ich den jemals wieder? Egal, es kommt ja sowieso nur aufs Rumfahren an. Ja, hallo, ich habe ihn montiert. Also wieder... Oh ja, ein Schnorchel. Hat der überhaupt einen Schnorchel sehenmäßig? Ja, den höchsten, ne? Ein Spare Wheel kann ich mir bei dem leisten, weil ich einen Kran hinten drauf habe. Hoffe ich. Ist der Kran runtergeflogen? Nee, ne? Doch, der Kran ist runtergeflogen. Sind, auf sowas muss man acht passen. Mach ich den wieder drauf und dann verschwindet das Spare Wheel aber wieder. Winde. Advanced, Medium, High Power, Medium. Komm, das teuerste ist gerade gut genug. Nee, die Reifen wollen wir nicht. All Terrain, Offroad, Mud. Was kriegen wir denn momentan als Bestes? Chained ist mir etwas zu viel des Guten. Ja, so ein paar Ballonreifen. Die gefallen mir. Kosten auch das meiste Geld. Okay, Thema Reifen. Suspension, ich glaube, die lassen wir, wie sie ist. Gearbox, aber hier Engine. Ne? Power ist immer nur durch 1 zu ersetzen, nämlich mehr Power. Und ich glaube, wir müssen optisch wenigstens ein bisschen was dran machen. Was haben wir denn für Optionen? Die einfarbigen? Und die bunten. Ich finde das Grüne jetzt ganz hübsch. Das nehmen wir mal mit. So, und weil ihr bis jetzt noch dran geblieben seid, herzlichen Glückwunsch. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Und schon wieder spät abends. Ich merke das schon. Map, Time, Time, Time. Warum habe ich jetzt auf Return gedrückt? Ich weiß es nicht. Oh! Sind die schon eingefahren oder muss ich die erst einfahren? Activate Anchor?
Ja, die fahre ich wohl besser ein, ne? Oh weia! Oh weia! Das kann ja was werden. Na schön, dann wollen wir mal. Oh, da hatten wir wieder aber eine Ladehemmung. Oh Gott, oh Gott, mit diesen riesigen Auslegern, da muss ich aufpassen, dass ich durchs Tor passe. Gesundheit! Na, da sieht man so den Müll, den ich an der Seite geparkt habe. Obwohl, nichts gegen diesen komischen Buggy. Als Aufklärer ist der super. Der kommt wirklich überall durch. Es sei denn, es wird zu tief, er hat keinen Schnorchel. Also die Mühle fährt sicher tiefenentspannt, ne? Mit total niedriger Drehzahl. Halsbrecherischen 20 Stundenkilometer. Ne, die Drehzahl war das. Nicht mal 20 Stundenkilometer. Überhaupt voran. Ja, die Ausleger bleiben natürlich ständig irgendwo hängen. Ist denn das Herumfahren mit dieser Art Kran überhaupt ratsam? Ich weiß nicht. Also wirklich, ich weiß nicht. Das ist jetzt Vollgas, dieses Geräusch. Ich sage, ist das für den entspannten Trucker genau das Richtige? Aber ob ich damit jetzt querbeet da hinten hintuckern will, weiß ich noch nicht so recht. Ich glaube, der fühlt sich mit diesem Kran fühlt man sich doch eher auf vernünftigen Straßen richtig wohl. Das Force Feedback versucht immer in die andere Richtung zu lenken wie ich. Bremst auch meine Lenkbewegung teilweise erheblich aus. So, hier bin ich jetzt. Hier darf ich sein. Darf ich hier auch kurven? Ja, da habe ich durchgepasst. Ich sage ja, ich bin Batzel Mutterschiff im Moment. Na, dann bitte ich um Nachsicht. Jetzt fahre ich aber nicht diesen Schleichweg, den ich eben ausprobiert habe. Wo ist die Tanke? Hier schon, nee, ne? Da hinten. Sondern ich fahre dann noch lieber den anderen schlimmen Weg, der nicht ganz so schlimm ist, wie der ganz schlimme Weg, den ich eben zum Spaß mal fahren wollte. Vollgas! Eieieiei. Tja, ich bin am Überlegen, ob das so eine tolle Idee ist. Ich werde jetzt was machen, was ich ungern tue. Nämlich, dass an dieser Stelle abbrechen sozusagen und da einfach einen anderen Kran, also einen kleinen Kran draufsetzen. Ich hoffe wenigstens, dass das geht. So, nichts mehr Heavy Crane. Der M50 Ladekran, den können wir da drauf tun. Können wir denn noch eine irgendwas Nützliches so zusätzlich vielleicht so Sprit oder sowas als Vorrat mitnehmen, wenn wir schon mal unterwegs sind. Ja, oder eben ein Sideboard-Bed, aber ne, das passt nicht. Der Loading Crane, na schön. Tja, ein Flatbed alleine vielleicht? Nein, geht auch nicht. Log Carrier werde ich jetzt nicht brauchen. Van Body Add-on, ja, das passt aber leider nicht zusammen. Mit dem Kran. Nein, es geht nur Kran. Na schön, dann wird das hier der größte kleine Kran der Welt. Der fährt jetzt rum. Du
tut mir wirklich wahnsinnig leid, wenn ich euch damit langweilen sollte, aber andererseits mir doch egal. So, ich muss das Lenkrad wieder festschrauben. Ah, diese Schraube juckelt sich nämlich gerne los. Ich werde mal im Internet gucken müssen. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, das alles so zu machen, dass es dauerhaft hält. Ja, immer wo es ein Problem gibt, gibt es umgehend jemand, der die Lösung dafür erfindet. Boah, der fährt sich jetzt auch um einiges spitziger. Ja, nicht, dass ich den hier auch noch auf die Seite lege. Das wäre mir sowas von peinlich. Ich könnte natürlich jetzt hiermit dahin fahren, wo ich den anderen umgekippt habe. Und ihn dann hiermit gleich wieder hinstellen. Aber andererseits, tja, warum oder warum nicht? Ich gucke mir gleich die große Karte mal an. Mann, geht das hier voran. Das ist ja... Heute ist Renntag, ich merke das schon. Ey, draußen scheint die Sonne, aber so richtig Sonne. Yay! Muss ich gleich nochmal die, trotz der Temperaturen, die Nase in den Garten halten, weil so hell hatten wir es hier lange nicht mehr. So kommt man auch so ein bisschen voran mit dem Ding. Ja, von wegen. Hier werde ich. Bisschen komisch ist das hier. Das ist hier so umschäumt, das Lenkrad. Naja, umschäumt. Also, da habe ich mal Tape drum gewickelt oder sowas. Und da, wo der Mittelanzeiger ist, dieses bläulich-metallene Dingens. Ist auf der Rückseite ein riesengroßes Loch, das sich anfühlt, als hätte da jemand in die Umhüllung reingeknibbelt. Kann natürlich auch sein, weil ihr kennt mich ja, ich kaufe wieder mal gebraucht. Ja, so viel zum Thema Matt-Tires. Ich habe den Eindruck, die Tires sind eher matt. Aber immerhin, ne? Man kommt ja durch. Nicht immer fluffig, aber man kommt durch. Auch hier fahren wir zurzeit Vollgas. Man kann sagen, frei endlich. Ja, gleich nicht die nächste Karre quer, ne? Ja, richtig, wenn ich schon zum T300 irgendwas sagen kann. Und zwar, die Pedale sind lächerlich. Ich meine, sie sind auch beim G29 lächerlich, aber hier sind sie lächerlich lächerlich. Im Sinne von lächerlich. Nicht nur, dass sie halt nur zwei Pedale haben, wo das G29 drei hatte, sondern es kippt auch noch. Also wenn ich einfach drauf trete, dann kippt die ganze Pedalerie einfach so nach vorne. Oder nach hinten, je nachdem, von welcher Seite man es sehen will. Also ich drehe es praktisch weg und es klappt hoch. Das kann ich im Moment dadurch verhindern, dass ich ja einerseits einen Holzrahmen habe, in den ich meine Pedale immer so reinstelle und damit letztlich erreiche, dass sie wenigstens da bleiben, wo sie sind. Aber ich habe den zweiten Fuß, habe ich auf dem Ausleger draufstehen. Ist nicht weiter tragisch, also ich... Es ist sogar so bequem, dass ich sage, ich mache mir jetzt erstmal nicht die Mühe, dafür irgendwie eine Halterung zu bauen, dass das nicht mehr kippeln kann. Ja, der Fuß steht ja mit drauf und damit klappt es ja. Aber na, wir haben das schon besser gesehen. Wo will ich denn jetzt lang? Geradeaus wäre eindeutig die kürzere Lösung. Ne? Der andere Wagen liegt ja ganz hinten in der Gegend. Komm, fahren wir einfach hier. Weil ich bin ja verwegen und mutig. Wenn ich jetzt geradeaus fahre, ist das gesund? Nein, ich sollte doch lieber ganz scharf links rum. Ja, aber wir kommen voran, ne? Langsam, aber sicher, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Der Nachmittag verkehrt sich schon wieder ganz langsam in die Nacht. Mal rennen, einmal richtig einsumpfen die Karre.
ist jetzt beim T300, habe ich die Lenkempfindlichkeit etwas erhöht. Ja, bei dem anderen war 1 zu 1,0, war genau richtig. Beim T300 muss ich jetzt 1 zu, was habe ich, 1,25 oder so. Und dann ist Lenkrad und das Lenkrad da wieder halbwegs synchron. Muss ja nicht schlimm sein, ne? Kann einfach sein, dass das Lenkrad viel, viel Platz zum Drehen hat, mehr als der Wagen an sich. Ja. Ich hab Videos geguckt. Ich hab viel Zeit zum Videos gucken gehabt in letzter Zeit. Und da habe ich unter anderem mal jemanden geguckt, der die ganzen Lenkräder angetestet hat. Ne? Kurz bevor ich hier. Apropos, warum habe ich denn T300? Nein, 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 nein. Warum habe ich denn überhaupt geguckt? Nein, geguckt nicht, aber ich gucke immer vorher. Ich habe jetzt zufällig eins in Osterholz-Scharmbeck gefunden. Deswegen habe ich zugeschlagen. Preis war okay. Direkt vor der Tür. Abholen, fertig. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Weg ist er. Ne, diese Art von Vorkommnissen. Was kann ich denn jetzt hier mitmachen? Restore Crane. Kann ich den Kran einsetzen? Nein, nicht ohne Motor. Habe ich eine Motorwinde? Eine Seilwinde? Nein, auch diese ist nicht elektrisch. Jetzt muss ich ein Bergefahrzeug losschicken. Habe ich da nicht irgendwo irgendwas stehen? Nee, na, natürlich nicht. Nicht zu fassen, aber da steht ein Anhänger. Guck mal. Kann ich ja gleich mal ausprobieren, ob ich da noch was anhängen kann. Wenn ich denn ein Bergungsfahrzeug darf. Was ist das hier? Das ist der andere Voron, ne? Ja. Tja. Ich würde sagen, der am schnellsten da ist, das wäre wahrscheinlich der Rockcrawler. Mit dem kann man wahrscheinlich einfach querbeet fahren und der kommt trotzdem an. Haben wir einmal den hier und einmal den anderen, ne? Also okay, wo ist der Rockcrawler? Da, der Rockbouncer heißt der. Na gut, dann fahren wir da jetzt dahin. Dann wird dieses Video letztlich daraus bestehen, dass wir hier Dinge gucken. So, Handbremse los, das ist der Knopf. Allrad ist der. Und dann wollen wir mal. Der fährt sich so natürlich richtig interessant. Aber auch den kann man umkippen, also freut euch nicht zu früh. Vielleicht lege ich den auch noch daneben. Man kommt aber ganz gut voran mit dem Ding. Man fährt ihn allerdings sicherheitshalber besser aus Third-Person-View, weil man verliert doch so ein bisschen die Übersicht. Und man muss höllisch aufpassen, dass er nicht zu schnell wird, weil auf der Straße sind diese Reifen ein Albtraum. Ja, schön vorsichtig fahren, Tacho oder eh keinen. Da, seht ihr, ne? Schon glitschen wir. Wo fahre ich denn jetzt erstmal lang? Ich glaube da, ne? Dann kann ich sie beide aufrichten. Ist im Tank? Ja, alles gut. Muss ich jetzt schon hier direkt nach der Tanke oder einen weiter noch? Ich weiß es nicht. Einen weiter, okay. Bei der Bushaltestelle. Vielleicht hätte ich besser den Bus nehmen sollen. Oder ich hätte den auch noch umgekippt, wer weiß. Das sah, dass ich ein bisschen von der Straße abgekommen bin. Ja, wen juckt's. Wer braucht denn mit so einem Gefährten Straße? Den sollte man etwas vorherschauender fahren. Nicht wie ich.
Eigentlich sollte man alle Fahrzeuge nicht fahren wie ich. Das ist grundsätzlich besser für alle Beteiligten, inklusive der Fahrzeuge. Wollte ich da wirklich hin? Da liegt die Mühle. Ja, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, ist der hier überhaupt stark genug, den aufzurichten, den Vogel? So, das mache ich jetzt aber doch außer Third Person. Ne? Ja, genau. Map 1, 2, 3, 4. Aber wieder Tageslicht. Denn ohne Licht geht das nicht. Oje, der liegt auch ein bisschen ungünstig. Na schön. Dann finden wir doch mal raus, was der hier ziehen kann. Bonsai! Okay. Das ist mal eine relativ klare Ansage. Ah! Ja, okay. Dem habe ich aber auf jeden Fall eine vernünftige Seilwinde eingetrichtert. Also den kann ich wieder hinstellen. Oh, trotzdem, es ist ja... Boah. Es ist überall nur Gebüsch, ne? Sowas hält auch nicht richtig, verdammte Hagel. Zumindest ist so viel schon mal sicher, dass ich den... diesen Laster nicht hinkriege. Ich werde jetzt mal versuchen, wenigstens den anderen aufzurichten. Vielleicht ist der ein bisschen leichter oder lichtgünstiger. So, wo will ich hin? Boah. Na schön, da will ich hin. Ob ich da hinkomme... Naja, notfalls um den Wald herum. Na schön. Ja, so be it. Was haben wir denn da? Na immerhin, Umwege erweitern die Ortskenntnis. Na, fahr ich doch lieber so in der Nähe der Straße entlang. Was denn? Okay, da hätten wir die Straße wieder. Wenn ich mich recht erinnere... Oh ja, Dangerous Water Level, er hat keinen Schnorchel. Wenn ich recht entsinne, sollte ich mich links vom Wald halten. Vorsicht, Baumstümpfe. Baumstümpfe sind böse. Neues Gebiss. Ja, Baumstümpfe. Baumstümpfe sind böse. Wie ist hier da hingekommen? Ja, schön, warum nicht? Gucken wir von der Seite mal. Hier stand auch noch irgendwo ein Hänger herum, dann kann man gleich mal gucken, was das für einer ist. Da, Holzhänger oder was ist das? Ja, Holz. New Trailer discovered, yay! Trailer ist ja auch wieder für nichts zu gebrauchen, außer für Holz.
auch nicht gut. Eieieiei. Warum besteht er jetzt da drauf? Warum kann ich nicht die anderen anklicken hier? Da stimmt was nicht. Also gehen wir da wieder raus und wieder rein. So. Hoffentlich ziehe ich jetzt nicht am Baum. Das kann mir ja auch passieren. Doch, ich ziehe an den Baum. Warum tue ich so oft so alberne Dinge? Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie lang das Video jetzt schon wieder ist. Da am Rahmen. Das ist nicht der beste Winkel, aber ich hoffe, dass es wirklich der Rahmen und nicht irgendein Ast ist. Doch, es ist ein Ast. Das ist ja schon fast albern, ne? Frohlock mit mir. Kriegen wir vielleicht doch irgendwas gegessen hier. Gleich wieder umkippt. Verwendungszweck da rumstehen. Und Ladung durch die Gegend. Wo? Apropos Ladung, wo steht die eigentlich? Dahinter. Reifen jetzt prima kaputt machen auf diesen Schienen und diesen kleinen Relings da dran. Da eine Ecke. Ja, zumindest kann ich die Ladung da schon mal rausschleifen, dass wir dann da besser an den irgendwann mal eintreffenden Dingens kommen. Das Fahrzeug, das Ganze später mal transportieren soll. Also, wir brauchen eine V, ein C. Nein, ich drehe mich um. Nein, Quatsch, wir machen erstmal so rum. So, erstmal vorsichtig, sorgsam die wertvolle Fracht in eine Position buxieren und später mit einem vernünftigen Fahrzeug was beladen kann. Obwohl, wenn ich da, wenn ich direkt da quer hinstelle, ist auch nicht so gut. Ne? Pass auf, wir ziehen den mal hoch, versuch's mal. VCC. Ja, ich weiß, ich spiele zu viel. Es ist ein bisschen wuchtig. Macht nichts. Ich stelle den Vogel einfach irgendwie quer. Ah, es wird noch interessant, den darauf zu bocken. Lassen wir mal mehr Platz als nötig. Eigentlich reichen. Fahren wir die Karre mal vorsichtig irgendwo hin. Ja, man verkratzt sich den Kühler, aber komm, wollen wir mal nicht so
kleinkariert sein, ne? So. Wenn dann später der Laster mit der Ladefläche kommt, kann man sie einfach daneben stellen. Handbremse an, Motor aus. Motor aus. Okay, das war jetzt nicht geplant, aber so geht's auch. Ja, wenn ich jetzt auch noch mit dem LKW-Watsch dahin fahre, um den zu laden, dann wird's zu lang. Also machen wir an dieser Stelle einfach Schluss. Und den Rest, den machen wir beim nächsten Mal, wow. Danke fürs Reingucken, sagt der Mann, der jetzt erstmal ein schönes Thumbnail irgendwie zusammenbraten will. Ja, Sergej guckt schon wieder so komisch. Mal eben dahin. Drucken ist da oben. Ja, kratzt dich nur. Würde ich nie tun. So. Aber jetzt, in der Hoffnung, dass das alles was geworden ist, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Mann, der Kamera selber kennt er schon, ne? Bis dann.